Oh, was geht YouTube? Chris hier, zurück mit einem neuen Escape from Tarkov Video und heute mit den neuen Spieler- und Loot-Spawns auf Factory. Die neuen Spieler-Spawns, die gibt es schon seit dem letzten Wipe. Ich habe bisher allerdings kein neues Video dazu machen können, einfach weil Interchange so ein bisschen Vorrang hatte. Und die neuen Loot-Spawns, die kamen, wenn das Video hier erscheint, gestern dazu, also am 11.05. Und habe ich mich entschieden, die packe ich jetzt einfach auch noch ins Video rein. Das heißt, wir drehen das Video einfach mal komplett neu, denn die Spieler-Spawns waren eigentlich schon fertig und ja, wenn ein Patch kommt mit neuem Inhalt, machen wir eben ein neues Video, würde ich sagen. Und wir starten mit den Spieler-Spawns. Warum ist es überhaupt wichtig zu wissen, wo Spieler spawnen können? Gerade auf Factory, auf dem engen Raum, wo so viele Spieler aufeinander hocken, ist es einfach wichtig zu wissen, wo können denn jetzt Spieler herkommen und in welche Richtung muss ich mich orientieren, wenn es denn losgeht und wo kann die Gefahr herkommen. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so kritisch, wie es noch in der letzten Version war. Denn in der letzten Version hatten wir 6 Spawnpunkte, 6 Spieler. Es ist also tatsächlich, wenn der Server voll war, an jedem Spawnpunkt einer erschienen. Und ich musste mich quasi dann in jede Richtung umgucken. Mittlerweile haben wir 9 Spawnpunkte und immer noch 4 bis 6 Spieler, also maximal 6 Spieler. Das heißt, es kann im Idealfall vielleicht auch noch ein bisschen Luft um mich rum sein. Es gibt auch Spawnpunkte, die gar nicht mehr existieren. Die wurden ersetzt, quasi durch neue. Und wir schauen uns jetzt aber die an, die es insgesamt gibt. Und starten tun wir bei einem alten Bekannten. Und zwar hier hinten in dem Gang bei Barrels oder Fässer, wie auch immer ihr es nennen wollt. Einfach aufgrund der Fässer, die hier hinten im Gang stehen. Und man guckt meistens, wenn man startet, in diese Richtung. Sobald ich bei Barrels starte, muss mir klar sein, nächster Spawnpunkt ist gleich hier hinten. Und ich muss mich auch so ein bisschen auf die Ecke konzentrieren, denn da kommt eine Treppe hoch von einem der weiteren Spawnpunkte. Das heißt also für mich vorsichtig sein. Die erste Gefahr droht eigentlich von Gate 0. Der kann am allerschnellsten zu mir gucken, denn der spawnt genau hier. Gate 0 wegen der 0, das habt ihr jetzt oben gerade gesehen. Also hier ist der nächste Spawnpunkt und der muss natürlich nur kurz rüber gucken, hat meine Tür direkt im Visier. Da muss ich also vorsichtig sein, wenn ich aus der Tür rauskomme, dass ich nicht direkt ins Feuer laufe. Wer hier spawnt, hat natürlich Barrels als Gefahr, als auch die Person, die beim nächsten Spawnpunkt spawnt, den ich euch gleich zeige. Und das wäre Blinking, denn den alten Solo-Spawn, der hier war, den gibt es nicht mehr. Aber sobald wir hier den Gang runtergehen, haben wir eben Blinking und ganz klar wegen dem blinkenden Licht hier an der Wand. Hier startet also ebenfalls ein Spieler und der kann letztendlich in die Richtung kommen, hat dann die Möglichkeit hier hoch zu gucken, hat direkt Gate 0 im Blick und natürlich auch so ein bisschen einen Blick auf Barrels. Allerdings die nächste Möglichkeit, da wo ich hergekommen bin, ist auch klar, ne, da kann ich auch hoch und die Tür ist ziemlich brüchig, würde ich sagen. Dadurch schießen ist kein Problem. Also passt auf, dass ihr nicht zu laut seid, wenn ihr direkt hinter der Tür steht. Aber er kann natürlich auch hier hoch, das hatte ich euch gerade eben gezeigt, und kann von hier dann in Richtung von Barrels und letztendlich auch Gate 0 gucken und hat da dann ebenfalls beide Spawnpunkte im Blick. Weitere Gefahr droht dann von hier. Und zwar hinter dieser Tür. Man kann nämlich, die Tür ist dann verschlossen leider, also wir haben hier eine verschlossene Tür und spawnen dann hier im Eck und mit dem Blick zur Tür, durch die wir raus müssen, also nicht umdrehen und gegen die Tür treten, das macht nur unnötig Krach. Allein die Tür hier aufmachen macht schon Krach genug, sodass eigentlich jeder gleich weiß, der in der Umgebung ist, okay, hier hinten ist einer gespawnt und zwar bei Gate 1, das hier nebendran ist. Und von Gate 1 habe ich verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Gefahren natürlich auch. Das eine, wir haben weiterhin Gate 0 und Barrels als Gefahr und Blinking eigentlich ebenfalls, weil Blinking relativ schnell durch diesen Tunnel hier bei mir oben ist, vor allem wenn er gehört hat, dass ich die Tür aufgemacht habe. Hier ist Blinking. Also ich habe von hier oben verschiedene Varianten. Die sicherste ist wahrscheinlich so schnell wie möglich, wenn ich möchte, ins Büro hochzugehen und vielleicht auch die Brücke besetzen.
Da habe ich einen der besten Punkte, um da hochzukommen, und den sollte ich vielleicht nutzen, denn die erhöhte Position gibt mir doch so ein bisschen einen taktischen Vorteil. Das nächste wäre natürlich hier die Treppen hoch und auch auf die erhöhte Position drumrum und vielleicht von oben dann bei dem Gefecht mitmachen, das möglicherweise hier hinten zwischen Barrels, Blinking und Gate 0 gestartet ist. Also hier zu starten hat den Nachteil, dass es laut ist, wenn ich rausgehe, hat aber auch den Vorteil, dass ich relativ zügig an gute Positionen komme, auch hier hoch zu gehen und von hier aus dann die ganze Szenerie beobachten, ist jetzt auch nicht so schlecht. So, weitere Gefahr droht erstmal nicht aus der Richtung. Natürlich kann auch hier hinten jemand spawnen, das zeige ich euch gleich. Aber der nächste, der mir gefährlich werden kann, der ist hier unten. Wir rennen da mal kurz in die Grube. Und das ist ebenfalls ein altbekannter Spawnpunkt. Das wäre hier, ich nenne es immer noch weißes Knicklicht, manche nennen es S-Kurve. Also, oder das S generell, einfach weil hier so ein schönes S ist. Und wer hier spawnt, der hat meistens direkt beim Spawnen das Licht im Blick. Oder manchmal spawnt er auch so in die Richtung oder in die Richtung, sodass er das Licht nicht direkt sieht. Einmal kurz schwenken, dann weiß man Bescheid. Und ich habe von hier natürlich die Gefahr, wie gerade eben gesagt, von Gate 1. Also wenn ich hier in die Grube reinlaufe, dann hat der mich möglicherweise relativ schnell im Blick. Ansonsten bin ich an einem relativ guten Punkt, um zu spawnen. Ich muss nur gucken, dass ich die Ohren so ein bisschen offen halte, denn hier hinten aus dem Gang kann auch noch was kommen. Die Spawnpunkte gehen wir auch gleich noch ab. Aber ich würde mal sagen, ansonsten ist das ein relativ sicherer Spawn. Ich habe auch hier die Möglichkeit, direkt hier rauszustürmen und dann hier hoch und von hier aus in die Büros rein und vielleicht dann auch versuchen, eine erhöhte Position zu kriegen. Oder ich kann natürlich auch über diese Treppe hoch und in Richtung Pumpenhäuschen gehen und da versuchen mitzukämpfen. Aber ich würde fast sagen, wenn man hier spawnt, ist man eher so, ja, prädestiniert, ein bisschen vorsichtiger an die ganze Sache ranzugehen. Wenn wir dann hier weitergehen, haben wir natürlich weitere Spawnpunkte. Den hier unten gibt es nicht mehr. Also hier bin ich noch nicht gespawnt und ich gehe mal davon aus, nachdem ich jetzt mehrere hundert Runden offline auch reingestartet bin und den Spawn noch nie gesehen habe, dass der auch nicht mehr existiert. Aber dafür gibt es hier einen weiteren Spawnpunkt. Das heißt, wenn ich hier starte, hier ist richtig heiß. Also hier kann es sehr, sehr schnell sehr heiß werden. Und das hat einfach den einen Grund, dass gleich hier rechts von mir weitere Spawnpunkte sind, die ich euch gleich zeigen werde. Aber ich habe auch die Gefahr, dass jemand vom Knicklicht auch von hier unten gleich durchkommt. Wobei ich den im Idealfall dann auch hören sollte. Ansonsten, heiß wird es deshalb, weil der nächste Spawnpunkt gleich hier hinten ist. Und zwar hinter dieser Tür. Hier kann der nächste spawnen und der hat dann natürlich hier gleich links, das müssen wir uns eigentlich mal überlegen, ich habe dem Ding noch nicht wirklich einen Namen gegeben, aber ich würde das wahrscheinlich Geräte links nennen, aber ist ein scheiß Name. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für den Spawnpunkt hier für einen Namen gefunden habt. Ich, ja, habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Haben wir hier eine Tornummer? Wahrscheinlich schon. Dann können wir doch einfach Gate 2. Ah ja, komm. Gate 2, wenn wir schon mit den Gates angefangen haben, dann nennen wir das Ding doch einfach Gate 2. Also Gate 2 hat natürlich diese Gefahr und andersrum. Und dann wird es nochmal richtig, richtig heiß, denn der nächste Spawnpunkt ist gleich hier im Glas-Hallway. Also hier in diesem Glasgang. Und dann wird es richtig lustig. Also ich bin schon öfter hier gespawnt und habe dann direkt hinter mir jemanden aus dieser Tür rausrennen gehabt. Und der nächste stand dann schon hier. Also da geht dann mal richtig schnell die Luzi. Und übrigens den Spawnpunkt, den nenne ich einfach weiterhin Gabelstapler. Weil ja, der alte Gabelstapler-Spawn, bei dem man einfach hier gestartet ist, der existiert nicht mehr. So, Gabelstapler-Spawn jetzt da hinten drin. Und hier vorne, den nenne ich Glas-Hallway. Ihr könnt es natürlich nennen, wie auch immer ihr wollt. Aber wenn ich hier in diesem Glas-Hallway spawne, ganz, ganz vorsichtig sein, auf hinten aufpassen und dann natürlich auf die Seite aufpassen, weil hier kann es relativ schnell heiß werden, indem eben hier einfach die Tür aufgeht und Gate 2 Spawn rauskommt oder das weiße Knicklicht
hier unten hochkommt über die Rampe. Und noch viel, viel schlimmer wird es, wenn ich euch den letzten Spawnpunkt zeige. Dann wisst ihr, dass ihr hier im Glashallway eigentlich der total Gefickte seid. Denn der nächste Spawnpunkt und der letzte, den ich euch zeigen möchte, ist der hier. Würde ich mal einfach Gate 3 nennen, oder? Wenn wir hier starten und die 3 ist direkt vor uns, nennen wir das Ganze Gate 3. Und der Spawnpunkt hier ist meiner Meinung nach so der beste auf der ganzen Map, weil ich im Prinzip nur die Gefahr habe, dass hier hinten Glashallway direkt rauskommt. Oder eben von dort hinten die Tür aufgeht. Aber sind wir mal ehrlich, wenn ich hier durchrushe, dass der da hinten mich mal ganz kurz erschießt, die Chance ist eher gering. Es sei denn, es ist ein fantastisch guter Spieler. Ich habe aber die Möglichkeit, sofort ins Büro hoch zu rushen. Habe da oben natürlich auch interessanten Loot und die Chance, über eine erhöhte Position dann auch hier wieder so ein bisschen abzudecken, was da kommt oder auch in die Richtung. Und natürlich, wenn ich noch weiter hochgehe, auf die Brücke, vielleicht auch auf die Träger gehen. Das ist alles eine Möglichkeit, die sich mir da bietet. Und von daher, mein neuer Lieblingsspawn in der Factory ist Gate 3. Und wie gesagt, das waren die Spawnpunkte. Mal gucken, ob ich mich nicht verzählt habe. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Da hinten nochmal 4. Sind also wirklich 9 Spawns. Ich habe mich nicht verzählt. Und ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gewonnen, wie das Ganze auf Factory jetzt abgeht. Seid einfach vorsichtig, gerade wenn man hier in der Ecke spawnt. Ich finde ein bisschen übertrieben, wie schnell man da auf andere Spieler treffen kann. Aber so ist es jetzt nun mal und es ist gut, wenn ihr drauf vorbereitet seid. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen zu den neuen Spawns von Loot. So, damit niemand die Orientierung verliert, auch wenn es unwahrscheinlich ist bei der Map Factory, die wahrscheinlich jeder von euch schon ewig gespielt hat. Es gibt aber auch, ich meine, jetzt ist vor 2 Tagen die Rabattaktion zu Ende gegangen. Sicherlich ein paar Leute, die das Spiel ganz neu haben und denen wollen wir natürlich auch so ein bisschen unter die Arme greifen. Also, wenn wir die neuen Lootkisten haben wollen, es gibt 3 neue Waffenkisten. 3, die ich gefunden habe, muss man dazu sagen. Ich bin die ganze Factory mehrmals abgelaufen. Ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe. Kommentare sind wieder dazu da, mich eines Besseren zu belehren. Natürlich bitte mit Informationen, wo wir die Kiste finden. Das wäre sehr, sehr geil. Aber die erste neue Waffenkiste, die hier gepflanzt wurde, die finden wir gleich hier hinten neben dem Pumpenhäuschen, beziehungsweise gleich neben Gate 2. Und zwar liegt die hier oben drauf, eine schöne flache Waffenkiste. Und die sind natürlich besonders schön, weil hier ganze Waffen drin erscheinen können und letztendlich auch 60er Magazine und was man nicht so alles gerne haben möchte. Also die interessanteren Attachments tauchen in diesen Kisten auf. 2 weitere Kisten haben wir hier drüben. Jetzt mache ich einfach mal was, was man eigentlich nicht macht. Und zwar mich verletzen, denn die nächste Kiste ist direkt hier. Auch wieder eine schöne flache Waffenkiste. Und mal gucken, ob wir hier ein bisschen Glück haben. Oh, da kommt was. Ja, eine AK ist okay. Seht ihr? Also Waffen natürlich hier deutlich einfacher zum Spawnen in diesen Kisten als in den grünen Kisten. Zur Orientierung, wo wir jetzt hier sind. Hier ist die Grube, wo wir vorher gesagt haben, man kann direkt vom Knicklicht-Spawn hier hochrennen und ins Büro hoch. Und da hinten natürlich das große 1986 an der Wand. Und die letzte neue Waffenkiste, die ich gefunden habe, die haben wir gleich hier in der Haupthalle. Da würde ich vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich nicht direkt nach dem Spawn hinrenne. Aber das ist diese wunderschöne große Waffenkiste hier. Und da drin natürlich auch wieder die Chance auf die feinsten Waffen wie die AKS. 74U. Ne, zum Spaß. Ich habe die neue M4, was heißt die neue M4? Die M4A1 Standard, die es jetzt gibt, habe ich bei meiner ersten dieser Kisten sofort gefunden. Hat mir natürlich wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, damit ist das Video, oder damit ist zumindest mal alles gesagt, was ich in dem Video sagen wollte. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen von euch ein bisschen geholfen hat. Die meisten von euch werden wahrscheinlich die Spawnpunkte eh schon in- und auswendig kennen. Ich meine, es ist jetzt über 2 Wochen her, dass der Patch oder dass der Wipe war und dass die Spawnpunkte erneuert wurden. Aber ich denke einfach mal, das alte Video muss erneuert werden. Und bei der Menge an neuen Spielern, die jetzt auch durch die Rabattaktion wieder dazu kamen, war das auch notwendig, dass die keine alten Infos haben. Und natürlich auch die neuen Waffenkisten, die man vielleicht ignoriert, wenn man nicht weiß, dass da welche sind. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen mal wieder.
Ich freue mich auf jeden Fall, den einen oder anderen von euch im Stream wieder zu sehen. Und dann verabschiede ich mich schon. Ihr seid die geilsten. Haut rein und tschüss. Thank you.